Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Weghoff, ich bin der Medi-Urs. Zu meiner linken Seite habe ich besten Kumpel, linke Hirnhälfte für bestimmte Projekte, Markus. Moin. Kellers. Markus, erzähl du gern mal den Damen und Herren, lieben Liebenden, wer oder was bist du, was machst du so im... Ja, das wissen die ja schon alle so ein bisschen, ne? Ich bin Anästhesie- und Intensivpfleger an einem Krankenhaus in Hamburg und bin seit 2008 in Hamburg, war vorher in Mittelhessen, in Marburg an der Lahn, an der Uni auf Intensiv und mache das schon eine ganze Weile. Wir zwei haben uns in der Feuerwehr kennengelernt damals, dass wir gedacht haben, huch, noch so ein Blöder wie ich, war lustig. Ich glaube, der Rest hat geflucht. Der Rest der Mannschaft hat auch sehr, sehr schnell gewusst, es wird anstrengend. Naja, und dann nahm das Drama ja so seinen Lauf. Irgendwann kam der Hof, irgendwann kam Medi-Urs ins Spiel, also die Firma. Und wir haben das ein oder andere Projekt zusammen gestartet und machen das jetzt sehr viel zusammen, was so die ganzen Kurse angeht. Und das ist auch was sehr erfüllend ist und sehr viel Spaß macht, den eigenen Horizont auch erweitert und auch bei euch da draußen ja durchaus ankommt. By the way, ihr da draußen, wer es noch nicht gemacht hat, unten kann man Daumen hoch hinterlassen und unten kann man auch abonnieren. Tut nicht weh, kostet kein Geld. Danke euch. Ja, dem habe ich relativ wenig hinzuzufügen. Aber wir haben uns heute nicht versammelt, um zu besprechen, dass das Betreten der Grünflächen verboten ist oder so. Nein. Sondern wir wollen heute allgemein einmal so ein bisschen Material quatschen und was wir so, ja genau, ne? Kaffee ist nur noch zu toppen durch noch mehr Kaffee. Wie sagt dein deutscher Entertainer, ich sag ja zu deutschem Wasser. Ja, notfalls auch getarntes oder gefärbtes. Nichtsdestotrotz, nevertheless. Du hast in weit, weit weg in Fernost vor kurzem ein wenig eingekauft. Ja, ich habe mal den Asia-Versand mit einem emotionalen Straußenvogelnamen ähnlich ausprobiert. Wird ja immer gesagt, ganz schlimm, ganz schlecht, ganz übel. Ja, wenn ich da Elektrik bestelle, würde ich das wahrscheinlich auch sagen. Ich habe mir da vor längerer Zeit schon mal einen Funkgerätehalter gekauft für einen Gürtel. So einfach aus Nylon, aus gewebtem zum Anhängen. Hervorragendes Teil. Funktioniert einwandfrei. Warum soll man dafür so viel Geld bezahlen? Macht seinen Job, tut, was genau, es soll. Genau, macht seinen Job, tut, was es soll. Ich habe mir jetzt noch einen Taschenlampenhalter und auch Taschenlampen gekauft. Die machen auch ihren Job. Klar, da sollte man vorsichtig sein, Akkutechnik und so. Muss man Glück haben. Ich hatte Glück. Aber das Wichtigste, was es dort gibt, ist der Nachbau eines namhaften Rettungsgerätes oder ähnliches. Ne? Jeder kennt diese zusammengefaltete Schere. Wir können das hässliche, dicke Stiefkind ruhig beim richtigen Namen nennen. Das ist die Rede von der Leatherman Raptor, die inzwischen neu irgendwie um die 120 Euro kosten soll. Ich habe mich zu den Scheren schon mal ausgelassen. Das Video gebe ich euch hier oben einmal mit, wo ich mich dazu ausgekaspert habe. Und das Video ist nicht ganz taufrisch. Aber von der Sache her ist es nach wie vor aktuell. Genau, und ich habe im Sanitätsdienst für einen Kumpel von einer Kollegin, die hat gesagt, Mensch, ich habe mir da eine bestellt, die ist gar nicht so schlecht. Und dann habe ich die ebenfalls bestellt, meine Tochter, Gruß an Lisa, auch an Philipp und an Evelyn. Die habe ich mir bestellt, habe sie mir angeguckt und muss sagen, ich habe sie dir in die Hand gedrückt und du hast gesagt, ja, Leatherman Raptor kenne ich. Und dann habe ich gesagt, ja, ist aber kein Leatherman Raptor, vor allen Dingen nicht vom Preis her. Und der ist das Entscheidende für diejenigen, die das Ding nicht wirklich täglich benutzen und ausgiebig in ihrer Härte und sonst was, sondern ab und zu mal, um etwas zu haben. Die wollen keine 120 oder 100 Euro ausgeben, sind wir mal ehrlich. Das muss auch nicht sein. Das Ganze schwankt vom Preis her so ein bisschen. Ich glaube, ich habe jetzt um die 15 Euro bezahlt. Da gehört noch so ein Plastikholster für einen Gürtel dazu. Kann man wohl auch horizontal so ein bisschen drehen. Ist eine Schraube dran, das habe ich noch nicht ausprobiert. Funktioniert, kann man mit schneiden. Ich habe im letzten Kurs eine dicke Traumabandage mit durchgeschnitten. Das ging, habe es eben mal so ein bisschen getestet beim Fahrradwerkeln, um das ein oder andere durchzuschneiden. Auch das ging.
Und von den Funktionen her ist es genauso wie bei der anderen auch, ne? Man hat hier oben so ein Dorn für eine Scheibe, das haben wir noch nicht ausprobiert. Vielleicht sollten wir mal wieder Schrottautos bestellen. Da sagst du was. Man hat einen Gurtschneider, einen Haken. Ja, dieses quadratische Ding hier ist für einen Sauerstoffanschluss. Da ist es aber so, das ist ein Ami-Sauerstoffanschluss. Wir in Deutschland haben oder in Europa haben andere Anschlüsse. Diese Handräder, da geht das nicht so gut mit. Ja, und ansonsten hat man hier unten noch, man sieht sowas wie einen Ringschneider. Da weiß ich auch noch nicht, ob es funktioniert. Mal gucken, vielleicht haben wir demnächst mal einen Schockraum mit einem Ring. Dann werde ich es mal testen, wenn ich es an der Arbeit dabei habe. Ansonsten ist es eine Schere mit einem kleinen Lineal dran. Gut, ob ich jetzt unbedingt sagen muss, die Wunde ist 3 Zentimeter groß oder ob ein Abschätzen reicht, ist eine andere Sache. Aber es tut, was es soll. Es funktioniert. Es macht einen stabilen Eindruck. Und den Rest werden wir im Betrieb sehen, würde ich sagen. Jo, wie gesagt, die Raptor habe ich selber tatsächlich in den Finger gehalten und habe die auch selber ausgiebig getestet. Ich habe die damals geschenkt gekriegt vor unendlich langer Zeit. Hier ist zum Beispiel auch noch genau derselbe Gürtelclip wie bei der Raptor dran. Und wie gesagt, die kostet nicht mal ein Viertel, ne? Ja. Und ja, war schon am Überlegen, ob wir uns da irgendwie an die Tür so ein Magazin, wo jeder, der rausgeht, sich einfach, aber es wäre unsachlich. Wobei, nein, lassen wir das. Gut, das war also Material beklatscht, besungen. Es gibt ja noch was. Ich laufe nicht weg. Hatte ich dir ja gezeigt. Ja. Und zwar ist uns zugespielt worden, dieses wunderschöne Teil, Danke an Sarah. Grüße gehen wie raus. man vielleicht unschwer erkennen kann. Es kommt aus der Ukraine. Es sieht einem namhaften marktführenden Tourniquet sehr, sehr ähnlich. Und es macht einen verdammt guten, es macht einen verdammt stabilen Eindruck. Ich bin mal so frei, ne? Huch, Flitsch. Was uns hier schon mal auffällt, die Uhrzeit, wenn man sie dann irgendwo außer auf der Stirn notieren will, ist hier auf dem Gurtband. Kann man mögen, muss man nicht. Ich schmeiße mir das Teil lässig über das obere der drei Ärmchen. Und jetzt wird hier in guter alter Tradition gedreht und geknebelt. Möglichst nicht das Mikrofonkabel mit eindrehen, das wäre doof und unsachlich. Der Rest kommt hier durch. Hier kommt das Fähnchen oben drüber. Dieses Fähnchen in diesem Fall ist in freundlich dezenten, lebensbejahenden Mitternacht schwarz, wie das gesamte Tourniquet an sich. Und von daher, es tut seinen Job. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist die Zulassung als Medizinprodukt beantragt, ne? Das habe ich gehört, ja. Das ist von denen, die mir das gegeben haben zum Ausprobieren, zum Zeigen, gesagt worden, dass man wohl dran ist, eine MPG-Zulassung auf den Weg zu bringen. Problem ist natürlich, wie bei allem in Deutschland, die Zeit und das dauert einfach. Ist ein bürokratischer Akt und ja, auch Kollegen an der Arbeit, die viel mit Tourniquets zu tun haben. Haben sich angeguckt. Das Schöne hier ist auch, dass die Basisplatte praktisch oben so ein bisschen unterfüttert ist. Ja, bei einem Tourniquet von Tragekomfort reden ist jetzt eine Sache, aber es macht es natürlich so ein bisschen angenehmer in Anführungszeichen. Und der Knebel hier, also der ist durchaus auch für Grobmotoriker, ne? Ja. Das kann man also durchaus schon Ist so. halt in der Mitte nochmal verstärkt, da wo die meiste Belastung ist. Ich denke mal, man hat da einfach so den 3D-Drucker entsprechend programmiert, um das Ganze vernünftig zu machen. Wie Urs schon sagt, es macht einen vernünftigen Eindruck. Ja, es ist in Schwarz, aber es kommt halt nun mal aus einer Kriegsregion, und ist aus dem Krieg geboren, aus der Not, aus dem Bedarf. Aber man hat sich was gebaut und das Also macht einen guten Job.
Mich würde echt interessieren, wenn es das irgendwann mal in Orange gibt, der Preis, wenn wir denn alle irgendwann mal fertig sind und das Ganze. Ja. Ne? Das wäre dann schon interessant. Aber ansonsten macht es wirklich einen guten Job, es macht einen wirklich guten Eindruck. Ich glaube, warte mal. Ist ja das Schöne, wir können ja vergleichen, so ist es ja nicht. Das ist vom Gurtband her sogar noch ein kleines bisschen breiter als das Cat. Also ich habe hier das Cat, habe gerade mal nebeneinander gehalten. Das Gurtband hier ist ein bisschen schmaler, das hier ist ein kleines bisschen breiter. Aber jetzt nicht so, dass einem irgendwie. Aber ich finde es gut. Das in Orange mit einem fairen Preis und dann ja, würde ich quasi fachlichen Schwefel in der Luft wahrnehmen. Das muss man halt mal abwarten, Ja. denke ich, ne? Je nachdem, wie die Entwicklungen da drüben sind. Ja. Das war also Das war Materialgequatsche. Materialgequatsche, genau. Gut. Ja, wir hatten uns noch so ein bisschen über Kurse unterhalten, hatten so ein bisschen den letzten Kurs vor 2 Wochen, glaube ich, war es, ne? Ja. Nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was auch wieder dazu geführt hat, dass ein sehr homogenes Kursgefüge da war, gab keine, die sich irgendwie zurückgesetzt Und gefühlt der haben Kurs war oder so. ausgebucht. Ja, definitiv, er war endlich mal wieder ausgebucht, weil mit mehreren Leuten macht es ja auch uns mehr Spaß, das, was uns so einfällt. Wir haben sie auch alle sehr gut bespaßt mit Nebenschauplätzen wie Kind stürzt vom Fahrrad, was dazu führte, dass eine Kursteilnehmerin neben mir stand und schnell sagte: Kommst du mal bitte schnell? Dein Kind ist vom Fahrrad gefallen. Und ich musste innerlich lachen und habe gesagt: Ja, ist in Ordnung, ich komme gleich. Und sie wieder so: Ja, jetzt, dein Kind ist vom Fahrrad gefallen. Und dann musste ich richtig lachen und dann guckte sie mich nur an und sagte nur: Das ist Teil der Übung, oder? Ja, es war Teil der Übung. Der Oscar geht definitiv an sie, weil diese schauspielerischen Fähigkeiten mit knapp 10 Jahren, das ist echt. Da bin selbst ich Luft, wenn ich sage, so, du hast jetzt einen Schock und bist völlig fertig und dann will ich ihr noch was erklären und die guckt durch einen durch. Das Das ist schon ziemlich geil. ist echt witzig, genau. Ja, wir haben auch sehr, 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 sehr angenehme und sehr konstruktive Teilnehmer dabei gehabt, die auch im Nachhinein so ein paar Tipps noch gegeben haben, Da was sagst du man was. verändern kann und so. Genau. Was auch nicht selbstverständlich ist, es war überhaupt kein Gemotze, Genöle oder Unzufriedenheit, ganz im Gegenteil. Es waren alle sehr, sehr zufrieden und haben lediglich so das ein oder andere angemerkt, was auch dazu geführt hat, dass wir die Kursnamen geändert haben. Genau. Weil ursprünglich hatten wir die eigentlichen Hauptkurse, die Jedermännerkurse, diese Wochenendseminare. Hatten wir genannt medizinisches Training für entlegene Gebiete. Und der Tenor des Kurses war, dass diese Bezeichnung dem Inhalt der Kurse nicht gerecht werden würde. Sondern haben wir gesagt, ja Leute, wenn ihr irgendwie eine andere Bezeichnung habt, dann laut genug schreien oder pfeifen, wir sind echt für vieles offen. Und letzten Endes dabei rumgekommen ist, dass es jetzt medizinisches Training für Extremsituationen ist. Weil wir für jeden was dabei haben. Also sowohl für die Leute, die sich in der Notfallvorsorge auf den Punkt vorbereiten wollen, dass der Rettungswagen vielleicht mal länger als 8 Minuten braucht, als auch Leute, die auf Reisen gehen. Wir haben einige Leute auch dabei gehabt, die mit Expeditionsmobilen oder expeditionsmobilähnlichen Fahrzeugen, also Allradfahrzeugen, sich nun mal in Gegenden begeben, wo der Hamburger Rettungswagen nun mal nicht in 8 Minuten vor der Tür steht. Gut, das tut er in Hamburg auch nicht und das ist eine lange Geschichte voller Schmerz und Trauer. Aber für die ist letzten Endes auch was dabei. Es ist aber auch zum Beispiel was für die Pistengänger dabei, für Leute, die in einer Großstadt irgendwo am Wochenende irgendwie durch die Straßen ziehen, ein bisschen feiern oder was und ausgerechnet in dieser Feier. Oder beim Feiern gibt es dann irgendwie eine Schlägerei oder noch anders wie zum Beispiel in Mannheim mit der Messerstecherei. Und da geht es dann darum, wie man sich richtig verhält in entsprechenden Ausnahmesituationen. Das ist Wissen, das wir sowohl in den Kursen als auch im Online-Kurs vermitteln. Und da gibt es auch die Bücher dazu. Alles Weitere findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da habe ich mich mal ein bisschen ausgekaspert.
Ein Gleitschirmflieger war auch dabei. Wir sind mal gespannt, was da so ist. Ne? Gruß nach Köln, ihr zwei. Und dann wollen wir mal gucken, was da noch so ein bisschen bei rumkommt. Weil in jedem Kurs irgendwie immer wieder auch aufploppt, hier fehlen gewisse Angebote, dort fehlen gewisse Angebote. Ich meine, es gab kaum einen Kurs, wo nicht jemand über 300 oder 400 Kilometer gefahren ist, um hier einen Kurs zu machen. Sicherlich aus eigenem Ansporn, überhaupt keine Frage. Aber die große Frage stellt sich mir immer, was machen wir anders? Und anscheinend treffen wir den Nerv dessen, was die Leute haben wollen, weil wir machen es so, wie wir es uns wünschen würden und wie wir es gerne hätten. Klar kann man sich 8 Stunden vor PowerPoint setzen, man kriegt seine Bescheinigung und alles ist gut. Aber was passiert dann, wenn man dann nach Hause geht und dann was passiert? Die Leute wissen nicht, was sie tun sollen. Mit genügend Glück machen sie vielleicht noch irgendwie, setzen sie noch einen Notruf ab. Das ist auch nicht ganz so schwer. Solange man 2 gesunde Daumen hat, kann man sich auch die Nummer merken, die es in Deutschland gibt. Ne? 112, ja genau. Und aber irgendwie funktioniert das Ganze nicht. Auch dabei haben wir dann so ein bisschen gequatscht und wie gesagt den ein oder anderen Kaffee verklappt und haben uns überlegt, ob man da vielleicht nicht mal auf anderen Ebenen bei nächstmöglicher Gelegenheit irgendwie mal eine größere Podiumsdiskussion vielleicht auch in Gang bringt. Da laufen im Hintergrund noch ein paar Überlegungen und mal gucken, was daraus wird. Sind also viele spannende Projekte, die so anstehen oder die sich entwickeln. Aus einem Kurs, aus Kursen, aus Anfragen, aus aus euren Reaktionen. Reaktionen von den Kommentaren, genau. Ne, zum Saumschema ja auch, da hatte ich mich ja auch ausgelassen. Saumschema, ich nutze das mittlerweile regelmäßig in der innerklinischen Ausbildung. Ich bin halt auch Praxisanleiter und Instruktor für Simulation, für Patientensimulation, CRM. Gestützt, also Crew Resource Management, wer damit was anfangen kann. Wenn nicht, fragt da einfach mal an. Und das sind einfach Sachen, da nutze ich das mittlerweile auch. Und ganz viele sagen, Mensch, das hilft mir ja schon. Das hilft mir an der Arbeit, das hilft mir zu Hause. Wenn ich vom Dienst nach Hause komme und mein 5-Jähriger wollte mich empfangen mit einem schön gebackenen Kuchen, die Küche sieht aus wie ein Schlachtfeld, dann kann ich natürlich ausrasten und kann tierisch mir einen von der Seele schreien. Das hilft aber nichts. Das hilft weder dem Kurzen, der es nur gut gemeint hat, oder der Kurzen, noch hilft es mir. Ganz im Gegenteil, anstatt einfach mal zu überlegen, tief Luft zu holen und zu sagen, okay, nett gemeint, aber weißt du was, jetzt räumen wir zusammen auf. Und dann macht man halt die Küche wieder sauber und freut sich. Und isst hinterher vielleicht noch mit dem Zwerg tatsächlich einen Kuchen. Ja, genau. Maybe. Schreierei führt nur dazu, dass der Lütte heult oder die Lütte und das will natürlich auch keiner. Sowas muss man immer trainieren, wenn man das so für seinen Alltag so ein bisschen mit einbaut, dass man einfach erstmal durchatmet und sowas. Das hilft einem ungemein. Mir hilft es bei ganz vielen Situationen an der Arbeit, eben nicht blindlings einfach irgendwo reinzustürmen. Und das sind so Sachen, die nehmen wir auch für uns aus Kursen, aus der ganzen Arbeit hier mit. Das ist schon eine ganz, ganz schöne Geschichte. Oder einfach auch mal ein bisschen durchzuatmen, wenn ich im Rahmen eines Sanitätsdienstes, wie jetzt letzte Woche, wo dann einer kommt, ja, da ist einer umgekippt und man kommt um die Ecke und da liegt halt wirklich jemand und man muss erstmal eruieren, was ist denn nun los? Wir sind nun mal da auch auf unsere taktilen Sinne erstmal beschränkt, weil wir nicht mit einem halben Rettungswagen einen Sanitätsdienst machen. Aber auch das haben wir hingekriegt und das hat alles geklappt. Dem Patienten ging es gut und er war sehr zufrieden und ist dann zur Versorgung in ein Krankenhaus gekommen. Ich hoffe, ihm geht es gut. Ich habe nichts Gegenteiliges gehört. Von daher gehe ich mal davon aus. Es gibt so ganz viele Dinge, wo man halt dran arbeiten kann. Wir beide machen das nebenher. Wir machen das in unserer Freizeit. Nimmt einen gewissen Raum ein. Das ist aber auch okay. Jeder braucht sein Hobby. Und von daher ist das sehr, sehr interessant. Ich erinnere nur mal an die Aktion in Stade, ne, mit den Justizwachtmeistern letztes Jahr oder vor ein paar Jahren mit Abenteuer 4x4. Gruß an Andreas und seine Crew.
in Süddeutschland unten oder auch die Aktion mit der Einzelschulung hier, als ihr kurz nachdem ihr den Hof übernommen habt. Das sind alles so Erlebnisse und so Geschichten und Leute, die man kennenlernt, die man anderseitig nicht kennenlernt. Aber das macht Spaß, finde ich. Und in der Woche mit dem Einzelcoaching habe ich mehr gelernt, ja, über Business, über alles, was dazugehört, als in den gesamten Jahren davor. Also das war schon ziemlich amtlich. Ja. Was uns immer so interessiert ist, gibt es Themen, die euch bewegen, die aufplöppen, die irgendwie... Die euch unter den Nägeln brennen. Genau, die euch unter den Nägeln brennen. Oder gibt es Dinge, wo ihr sagt, Mensch, da würde ich gerne mal oder das hätte ich gerne, da hätte ich gerne Informationen, das würde ich gerne mal durchgespielt haben. Was meint ihr dazu? Einfach mal so ein Q&A sozusagen, wie es auf Neudeutsch heißt. Oder aber ob man vielleicht mal eine Live-Schaltung macht, einen Livestream und das Ganze live bespricht, dass man mit euch kommunizieren kann, wo ihr uns Fragen stellen könnt. Dann ist vielleicht auch noch Mike dabei, dass wir einfach so im Dreierkonsortium sitzen und Kaffee trinken. Muss man einfach mal schauen. Auch das hatten wir uns schon mal überlegt, ist aber zum einen eine recht große Logistik, drei Leute zu koordinieren, zu terminieren und zum anderen die Werbung dafür zu schalten. Weil es ist noch eine eingefleischte kleine Gemeinde, sage ich mal, die hier so ist und die Kurse laufen per Mundpropaganda. Auch da arbeiten wir dran, ob wir noch weiter Werbung schalten sollten in irgendeiner Art und Weise. Und jeder, der schreibt hier, vielen Dank, ich habe was gelernt, was ich anwenden konnte, wie die Nachricht von dem Schlaganfall vom Ehemann, als die Frau angerufen hat oder geschrieben hat. Das sind alles so Momente, wo man sagt, hervorragend. Jo. Wir haben was bewirkt und das macht einfach Spaß und macht auch zufrieden, muss ich sagen. Was bei uns halt der Punkt ist, und ich glaube, dass viele das nicht wissen, also zum einen, ich bin kein hauptberuflicher YouTuber, sondern wir machen das, was wir machen, aus Bock. Weil wir da wirklich Bock drauf haben. Und wir nehmen euch im Grunde jedes Mal mit an die Hand in den Teil der Medizin, der Notfallvorsorge oder was auch immer, für den wir wirklich brennen, wo wir wirklich Bock drauf haben. Wir geben euch das an die Hand, was uns mehrfach im Einsatz geschehen und im alltäglichen Geschäft irgendwo den Arsch gerettet hat. Und daraus entstanden ist zum Beispiel das SORM-Schema, aber noch viel, viel andere irdische Kleinigkeiten. Haut einfach mal eure Fragen, Sorgen, Anregungen, Nöte unten in die Kommentare und dann stecken wir die Köpfe zusammen und gucken, was wir davon basteln. Oder schreibt einfach eine E-Mail, info@mediurs.de oder aber auf den Social-Media-Kanälen, das geht genauso. Teilt auch gerne dieses Video weiter. Ihr müsst es nicht gucken, heimlich in der stillen Kammer, damit es keiner mitkriegt, sondern ihr dürft gerne dazu stehen und es auch durchaus nach außen tragen. Ja? Auch wir teilen es ja öfter oder teilen es immer in unseren Kreisen, aber die kennen uns schon alle. Ja? Macht gerne mal so einen Teilen-Button bei Instagram, Facebook oder wo ihr unterwegs seid, LinkedIn und wie sie alle heißen, diese Social-Media-Kanäle. Einfach mal teilen, dass es einfach eine Reichweite gibt. Ich glaube, fürs erste und zweite war es das für heute. Ja. Gut, meine Damen und Herren, mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Dir wahrscheinlich auch. Wie also immer. Zumindest habe ich noch keine Schläge gekriegt, das finde ich gut. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, wäre ein Like ganz wahnsinnig unfassbar nett. Den Kanal abonnieren ist keine schwere Straftat. Hat es euch gefallen, sagt es anderen. Hat es euch nicht gefallen, sagt es mir. Oder uns. However. Ja. Passt auf euch auf, macht keinen Blödsinn. Wenn doch, lasst uns wenigstens über Social Media dran teilhaben. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, kommt alle gut durch die EM-Zeit. Passt auf euch auf und kommt alle gesund durch diese wilde Zeit. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.